Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Outlast. Und wie ihr sicherlich im Hintergrund hören konntet, sind wir gerade in der Syphilis-Kolonie. Ja. Das letzte Mal hatten wir wieder eine unserer Schulstunden, die wir mit einem... Junge, was ist da los im Hintergrund? Die wir mit einem... Wie heißt das auf Deutsch? Hängmännchen? Gangmännchen. Gangmännchen-Spiel beendet haben. Wir sind dann durch diese Sequenz dann mehr oder weniger durch die Minen durch einen komischen verfallenen Zugschiene runtergefallen und jetzt sind wir hier in dieser Kolonie armer Degenerierter. Ja, genau. Und hier läuft auch, ist der hübsch, hier läuft auch irgendwo der Diakon Leert rum, der an der Ficky-Bumsi-Schule Theologie studiert hat. Und deswegen hier, wie gesagt, der Diakon von der Syphilis-Kolonie ist. Ich muss hier jetzt anscheinend wieder runter. Und ja, an den ganzen Degenerierten vorbei. Die hier rumstöhnen und weiter da lang. Ja, die stöhnen hier schon schön. Hier bist du mein Homie. Boah, bitte geh weg. Nee, der hat ja einen gelangt. Was ist dein Problem? Du. Ja, aber warum? Und er schlägt mich einmal und ich bin fast tot, oder was? Ja. So, naja, okay. Wenn es denn sein muss. Der Typ scheint die übelste Faust zu haben. Kapitel 9. So, schön. Ja, ist gut. Ich möchte es nur wegmachen. Ich möchte auch gar nicht dieses Ding hier aufrufen. Da müssen wir unterdurch, ja? Ja. Sehr schön. Du könntest auch aus dem Fenster raus. Aber du willst sicherlich da unten drunter durch. Ja, ich möchte da unterdurch. Vor allem möchte ich, glaube ich, erstmal das schöne Kapitel lesen. I can still find my way to the mine. Ja. Ich will auch keine Batterie verwenden. Ich wollte eigentlich hier... Genau, Aufnahmen ansehen. Nutz Evangelium, Kapitel 9. Kapitel 9. Und die Hand des Herrn griff mich an meinen Eingeweiden und trieb einen Haken durch mein Antlitz und hob mich fort von den Knochen des tosenden Zions und der Scheiße der Zöllnerschweine. Und im Trüben der Dunkelheit war ich wie eine Wolke, die das Land bedeckt, und sah vieles. Ich wandte mich der wüsten Vergangenheit zu, wo die Geschichte des Herrn geschrieben hätte werden sollte. Ich wandte mich dem verdrehten und entwürdigten heute eines großen Propheten zu, geschlagen und angespuckt wie ein räudiger Hund. Und Gott wandte mich der Zukunft zu, eine finstere, wundervolle Last, der Ruhm des Herrn gegen die Heiden, meine Klinge am Hals des Antichrists, meine Kinder trunken vom Blut jener, die das Wort des Herrn verdrehen. Und ich flog wie Raben 400 Meilen nach Westen, über das Land der Akoma und Coyotero und Zuni und Hopi und Havasupai, die Noahs Flut als Werk Hokomatas niederschrieben. Und jenseits Hokomatas Wunden, die dieses Zion zerrissen, schickte mich Gott auf einen hohen Berg im Westen, von dem war eine Stadt. Dann sprach der Herr: Öffne dein unbeschnittenes Auge, dass du wahrlich sehen kannst. Ich hielt meine Hand vor mein makelloses Auge und der Herr schoss Sicht durch meinen gespaltenen, blutenden Apfel, wie ein Mann seinen Samen in das offene Geschlecht einer Frau bringt. Sorry, aber was haben die immer mit ihrem Ficken, ihren Geschlechtern und Frau offen, Alter? Sind die alle gestört? Naja, und er sprach zu mir: Hier ist dein Tempel und hier ist dein Tor. Und die größte Werkstoffe und Arbeit von Tempelgeld wurden mir bewusst. Und die Hände jener, die Tempelgeld errichten würden, erschienen mir, und ihre Gesichter und ihre Herzen. Ihre Herzen waren voller Furcht, aber ihre Hände waren folgsam, und ihre Augen sahen die Herrlichkeit seines Reiches. Ich glaube, das ist einfach nur der übelste Bumskult irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, die suchen nur einen Grund dafür, Kinder zu bumsen, Schafe zu bumsen, Ziegen zu bumsen, Katzen und Hunde zu bumsen, Kerle zu bumsen, Leichen zu bumsen, Lebende zu bumsen. Also, ich weiß nicht, irgendwie... Und dann alles umzubringen. Und dann bringen sie es alles um und dann bumsen sie es nochmal. Wie? Seid ihr hier alle behindert oder wollt ihr mich wieder schlagen?
Von da bin ich da gekommen. Ja. Lass dich nie ankotzen. Will ich nicht ankotzen lassen? Ja, kannst mal schön deinen Mund halten. Du brauchst Salbe? Nein, nein, das sind doch Wunden Gottes, mein Freund. Hast du es vergessen? Ja, ha, oh, ey. Alter, das ist ja wohl... Und durch. Aber dieses System, dass man das aufrufen muss, ne? Das ist sowas von beschissen. So. Von da hat der Typ gerade die Tür geöffnet. Also, haben wir es mit dem Messer. Messer. So, ja. Okay. Ich tue kund von Hura Lehrt, der uns in der Seuche führt. Ich tue kund vom Schabok Lehrt, der uns in der Verdammnis führt. Ich tue kund vom treulosen Lehrt, der uns in den Schmutz führt. Ich tue kund vom Betrug Lehrt, der uns in den Tod blutet. Ich tue kund vom Geschwür Lehrt, der uns den Untergang vorsetzt. Ich tue kund Sic Semper Evolo Mortem Tyrannis. Ja, genau. Sehr schön. Was hältst du von dem System, dass man diesen ganzen Kack aufrufen muss, wenn man das ein Bild gemacht hat? Also ich, das ist für mich unglaublich nervig. Weil vielleicht möchte man einfach nur das scheiß Bild machen und dann abhauen und sehr später durchlesen und sich nicht durch 100 Menüs klicken. Kann ich nicht aufmachen, wenn hier oder was? Ist denn hier was drin? Sieht nicht so aus. Man kann es trotzdem mal rein, da liegt irgendwie so eine Kiste auf dem Stuhl. Ja. Verstecken im Baumstamm? Ja. Okay. Ihr seid einfach nur alle widerlich, glaube ich. Auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes. Schließe mich immer wieder schön ein in diesem sicheren Haus. Nope. There is nothing. Ja. Found here. Ziemlich ein nutzloses Haus. Ja. Sperre ich mal wieder auf. Öffne ich mal wieder die Tür. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht hoch. Ja. Ach, ist die hübsch, oder? Die ist schon ziemlich hübsch. Habe ich da irgendwas geschlagen? Da sind auf jeden Fall Leute. Liebe. Okay. Ich weiß nicht, was ich da sehe. Ha? Wieso? Ich jetzt. Das ist wahrscheinlich weggelaufen. Das ist wahrscheinlich irgendein Charakter, den du aufnehmen musst. Meinst du, der kommt vielleicht nochmal wieder? Ich geh mal oben auf den Vorsprung von da, dann kannst du bestimmt irgendwie filmen. Aber diese Martha, die konnte nicht filmen. Nee. Einfach mal, ich sehe es vielleicht nicht, aber vielleicht fängt er an. Nein. Das war nur ein ganz normales Feuer da, oder was? Ja. Ja. Also stand ja gerade eben jemand. Naja. Da kann man hoch, ja. Okay. Aber schade, das, was man nicht filmen konnte, ist jetzt einfach weg. Ja, sowas muss man halt vorher wissen, ne? Ja, ich will nochmal nach unten, vielleicht kann ich es nochmal sehen, wenn ich in den Zaun gehe. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder oder was auch immer das war, aber. Ja, wahrscheinlich nicht. Tja, bestimmt war das dieser Lehrt oder so. Mhm. Der sitzt ja und der, also der patrouilliert doch nicht. Der ist einfach schon erschienen, hat irgendwas gemacht oder was und. Ist ja weggelaufen von dem Feuer. Weggelaufen, ja. Naja. Dann ziehen wir uns hier hoch. Verlassen wir die Syphilis-Kolonie oder was? Ach jetzt. Oder wir fallen bestimmt runter. Da ist ein Feuer, da war ein Typ, den wir aufnehmen konnten, wollen wir wetten. Wir werden sicherlich hier nicht komplett drumherum kommen. Ich kann ja nochmal versuchen. Irgendwie, aber nein, hier nicht. So. Habe ich nicht gesagt, wir fallen runter? Ja. Wieso muss hier jeder einem aufs Maul hauen? Ja, die wissen doch nicht mal, wer man ist, ne?
Und da hat man auf jeden Fall auch wieder irgendwas atmen hören. Ja, er ging dann zelten und röcheln vor sich hin. Ah, meinst du, das war so ein ganz normaler Syphilis-Typ? Ja. Ja, von da sind wir gekommen. Aber es ist echt so, ne? Es ist... Jeder haut dir auf die Fresse. Die reden über das Ficken, haben die widerlichsten Krankheiten. Das sind die übelsten primitiven Mittelalter-Hillbillies. Mahlzeit. Na, das ist schon ein nettes Häuschen, hat er da. Und da ist gar niemand mehr drin. Mm. Und. Oh, fuck me! We have found the skull of Christ. Oh. Das war F. Ja. Der ist aber auch, dieser Typ ist auch die übelste Muschi, ne? Ja. Ich meine, das sind syphilisverseuchte Typen, die ungefähr, keine Ahnung, eine Hüfte haben wie in Äthiopien Armgelenke. Ja. Achso, der speichert aber schön, ne? Ja. Nee, kann man auch nicht. Kann ich das vielleicht hierher locken? Ja, ist ja gut. Kannst du hierher kommen? Ja, komm. Das ist ja ziemlich eklig, Mann. Alter, was hat der für eine Reichweite? Ich habe natürlich erwartet, dass der Blake da vorbeiläuft und nicht stehen bleibt, damit der Typ, das ist echt ein Überlebenskünstler. Stecken sich mal den Typen oder will er mich verpetzen? Weh. Ja, danke. Falsche Richtung. Aha. Die sieht aber auch einfach nicht. Ja, ich komme da eh nicht mehr durch. Also, ich finde die Atmosphäre teilweise gut, muss ich sagen. Aber teilweise ist durch dieses Licht siehst du gar nichts mehr. Also, ich sehe dann halt überhaupt nicht mehr, wo ich hinlaufe. Das war der Syphilis-Typ. Ja, es ist schon ein bisschen grindy. Vor allem an welchen Stellen der speichert, ne? Also. Okay, so. Da muss ich da durch den Raum laufen, durch diesen jetzt goldenen Nebel. Links. Und gleich wieder links oder so. Ja. Ja, was denn jetzt? Der hat auch die Zeit der Welt manchmal, ne? Oder? Ja. Der Typ hat manchmal die Zeit der Welt. Ich würde mich da ganz langsam durchbrechen. Jetzt bin ich offensichtlich wieder in der Schule. This way, Blake. Jess, come back. Schule aus. Also ich könnte mich ja mal unglaublich aufregen über Charaktere, deren Leben bedroht ist und dann haben die Zeit der Welt. Jetzt kann ich wieder Schulbank drücken. 4. Klasse, was das war. Sehr gut. Ist die hier rein oder ist die dahinter lang? Die ist da, glaube ich, dahinter lang. Okay. Ach ja, hier drinnen kommen wir ja, glaube ich, sowieso. Entschuldigung. Nicht groß was aufnehmen. We're not alone here.
Ja, hast du schon gesagt. In der Schule ist man selten alleine. Das heißt, man muss nachsitzen. Auch alles zu. Alles zu. Kannst du da durchspringen? Da? Durch das Fenster. Da. Nein. Nee. Kann er nicht. Der Typ ist ungefähr genauso agil wie Ethan aus Resident Evil. Ethan. Ja, der Typ war, der hat auch die Ruhe weg. Der wird verfolgt von irgendwelchen Behinderten und dann, ich kann mein Knie nicht so schnell, ich kann nicht so schnell. Die Arthritis. Ja, ehrlich. Dem Typ hätte ich auch manchmal gewünscht, man würde ihm die Eier abreißen. Ich habe mein Pferdedeckchen vergessen. Ja. Ja, okay, da geht's rein. Ich glaube, hier großartig schleichen brauchst du hier nicht. Wieso schleichen? Ja, ich meine, hier Tür langsam aufmachen und sowas. Ach so. Aber die Tür am Ende des Ganges, konntest du aufmachen. Ja, aber ich wollte erstmal hier rein. Okay. Ja, weil hier die Jess reingelaufen ist. Ich glaube jetzt nicht, dass es doch zwei Wege gibt, meinst du? Ist ja links rein. Naja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht. Okay. Scheißhaus. Na, was erwartet uns im Scheißhaus? Ein Scheißhaus. Hm. Das hätte mal jemand. Sieht aus wie Omas Erbseneintopf. Hm. Lecker. Das soll jemand. Da hat jemand. Der Simon, als er bei dir war. Ja. Erinnere mich nicht daran. Hm. Gecko, im Übrigen, ich muss jetzt nicht nach Hause, aber Entschuldigung, dein Klo ist verstopft. Ja, so. Geht auch auf. Ja, dann, ja. Weil die Bilder von den gleichen zwei Homos. Der guckt sehr intelligent, muss ich sagen. Aber hier liegt auch sonst nichts, richtig? Ja. Okay. Dann könnte ich noch hier rein. Na, bricht da was durch. Das Ding kann ich auf jeden Fall nicht schieben. Ich könnte die Tür schließen. Ah, kannst du nicht das, okay. Oh, ist das hier? Das ist der Windows. Ja, 95 oder so, ne? Oder 98? Oder 3.11, der hier, der Screen. Der nee, das ist auf jeden Fall. Hatten wir auch, aber das war nicht, ich glaube nicht 3.11. Aber ja, das. Ja. Pater Pocari, ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Lautermilch erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich. Und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt und ihre Mutter, was ihre Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Da fehlt aber mit dem Komma, ne? Und ihre Mutter, was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meint Pater Lautermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte, und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelly Parhan, Vertrauenslehrerin, St. Cybel Schule. Aha. Okay. Okay, es hat gespeichert. Also immer noch diese hässlichen. Das war auch so eine Sekten-Christenschule hier. Muss ich erstmal wieder einen Schluck nachgießen. Naja, Kehle anfeuchten mal. So, wo kommt ein Jumpscare? Links oder rechts? Hm? What would Jesus do? Ja, keine Ahnung. Ohne Batterie. Fuck everybody. Battery. Nehme Batterie. Jesus would fuck everybody. So, Jumpscare. Hallo. Dunkel wie Bärenarsch. Aber jetzt haben wir doch. Ja, ist wahrscheinlich wieder irgendwo was Neues. Auf dem Weg zurück. Das ist gut möglich, ja. Wie viele Batterien haben wir überhaupt? Kann ich das gerade hier sehen? How the fuck do I get out of here? Fünf Stück. Okay. Ja, vielleicht müssen wir wieder irgendwo durch die Decke. Jesus.
Oder irgendwo kommt jetzt gleich der Jumpscare. Die Tür ist aufgegangen. Dann gehen wir mal in Richtung dieser Tür. Ins Dunkle. Denn das tut man immer so. What the fuck? Don't go. Was? Don't go? Aha. Aber ich muss gehen, tut mir leid. Stillstand bedeutet Tod. Und ich sterbe nicht gerne. Okay, wir folgen also weiter dem Mädchen durch die Schule. Hier mache ich mal vorsichtshalber zu. An der Decke ist auch wieder nichts. Hier ist auch nichts. Ich kann mich auch hier nicht mal drinnen verstecken. Okay. Hier nochmal. Irgendwo passiert doch garantiert was. Wollen wir wetten? Ja, sicherlich. Ja, blink, blink. Ich mache direkt eine Batterie wieder rein. Auch wieder nichts. So, in welchem Raum? Kommt's hier? Auch hier scheint nichts zu sein. Nope. Was? Nope. Nope. Ja, nope. Nope. Nein, und... Mann, war der Gang eben auch schon so lang? Da liegt was. Da liegt eine Batterie. Sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass man in seinen Träumen oder Halluzinationen Batterien aufsammeln kann, aber egal, hey. Ist ja eher wie so ein Schlafwandeln. Ja. Okay. Nope. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir halt dieses eine Aufgenommene nicht geschafft haben, genau. Weil, ja, ne, weiß man halt nicht. Hier ist Licht, da geht sowieso jeder rein. Hier können wir doch wieder am Rechner irgendwas lesen. Nein, nein, nö, gar nichts. Alter, die muss es irgendwie bei Kick in der Grabbelkiste gegeben haben. Pater Gaylord und Pater Gaylord 2. So. Okay. So, jetzt mal öffnen der Tür. Aber auch hier wieder ein... Okay, eine Bandage. Naja, immerhin. Ich frage mich, was das Knistern immer ist. Das soll, glaube ich, einfach nur zum... Ja, hier ist gruselig. Ach so, okay. Aber halt nach dem, keine Ahnung, 10. Mal ist es halt einfach nicht mehr erschreckend. Catholic Shoe, the way of true success. Ich weiß ja nicht. Evolutionsverweiger und sowas. Ich sag nur, wir hatten einen bei unserer BTA-Ausbildung, der war auf so einer Katholikenschule in Bremen und da haben die... Also ich wundere mich, dass sowas erlaubt ist, aber da haben die wirklich gesagt, sowas wie von wegen Evolution ist eine Lüge. Ja, und Dinosaurierknochen hat der Teufel auf der Erde verteilt, um die Menschen zu verwirren. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass solche Schulen erlaubt sind, die sowas erzählen oder unterrichten. Keine Ahnung. Noch interessanter finde ich, dass solche Personen, die auf so einer Schule waren, dann eine naturwissenschaftliche Ausbildung machen. Aber hey. Oh, passt auf, was ihr seht, kleine Augen. Oh, passt auf, was ihr seht, kleine Augen. Ein Vater ist über uns. Ja, aber ich würde sagen, ob wir diesen Vater finden und ob wir Jessica hier finden, das wird wohl der Gecko herausfinden. Ich glaube allerdings, muss ich sagen, nicht, dass noch viel in dieser Schule passiert. Wir werden es sehen. Dann bedanke ich mich natürlich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet auch wieder ein bisschen Spaß. Lasst es uns wissen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Outlast 2 wieder. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Bis denn.